kopfüber an eine Stange gebunden, trugen zwei Oger Esel zu einem Kochtopf. Schreck stellte sich ihnen in den Weg. Das ist meiner. Die Bestellung war zum Mitnehmen. Hey, warte mal, ich hab ihn noch gar nicht ausgeweidet. Glaub mir, den wollt ihr ganz sicher nicht fressen. Ich geh runter wie Öl, aber komm raus wie ein Donnerwetter. Gib ihn her, los. Lass doch, Mama, nicht wütend. Euer Abdessen ist mein Freund. Komm schon, Leute. Meine Aufgabe. Oh, sie ist wieder da. Da ist sie. Eine Ogerfrau betrat die Höhle. Und als sie näher kam, war Schreck nicht mehr zu halten. Er stürmte auf sie zu. Fiona! Ich bin ja so froh, dass ich dich gefunden habe. Fiona war da anderer Meinung. Sie begrüßte Schreck mit einem gewaltigen Faustschlag. Benommen sank er zu Boden. Bauchladen. Vielleicht hast du dich ja einfach nur verlaufen, aber für die Zukunft. Mein Freiraum ist mir extrem wichtig. Du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder? Nein. Brogan, ich bringe Neuigkeiten aus weit, weit weg. Trommle die anderen zusammen, dann halten wir Kriegsrat. Fiona! Gertrud, sorg dafür, dass heute Abend alle bereit sind zum Ausrücken. Ich muss mit dir reden. Was ist denn? Okay. Ich weiß, du erinnerst dich nicht mehr an mich. Aber wir sind verheiratet. Lass mich ausreden. Auf einer Geburtstagsparty mit Schweinchen und einer Marionette sollte ich die Missgaben der Dorfbewohner signieren. Und der Junge hat genervt mit Mach den Brüller, mach den Brüller. Dann habe ich die Torte zermanscht, die Schweinchen gefressen haben. Tja, und dann ist mein Esel in eure Waffelgrube gefallen. Stimmt's? Könnt ihr mir folgen? Oh Mann, ich habe ihn wohl heftiger erwischt, als ich dachte. Fiona, entscheidend ist, dass ich... Hexen! Alles klar, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Fiona! Hexen! Oh nein! Hexen! Oh, sei doch mal still, Esel!